Alle, die sich schon länger immer diesen Kanal angucken, die wissen, wenn dieser Styroporkopf hier auf dem Tisch steht, dann wird sich ein Helm angeguckt. Ein schöner, schnuckliger Schweißhelm, den wir uns mal in allen Varianten angucken, wo wir uns wirklich alle Einstellungen, alle Möglichkeiten angucken, damit schweißen und einen kleinen Test machen. Aber wo ist der Schweißhelm heute? Heute filme ich durch diesen Schweißhelm, ja, und da ist er, der AHA 350 Real Color. Das ist ein Helm. Viele, die regelmäßig meinen Kanal verfolgen, werden die letzten Wochen schon gesehen haben, dass ich da wirklich einen neuen Schweißhelm auf dem Kopf habe. Ich habe den Helm jetzt 8 Wochen unter meinen Fittichen und probiere den von vorne bis hinten aus. Jetzt wird der ein oder andere sagen, aber warte mal, hast du nicht gesagt, so Real Color, aber ist nicht ganz so mein Fall? Muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist so eine Sache. Ich war da so ein bisschen skeptisch. Ich hatte immer Angst, wenn es zu hell ist, dass man diesen Grundschutz nicht hat, dass wenn die Kassette mal nicht auslöst oder ich hier in dieser Schleiffunktion bin, weil ich vergessen habe, wieder zurückzuschalten, dass ich mir dann irgendwo schnell mal die Augen verblitzen kann. Da musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Der Helm oder beziehungsweise die Kassette hat eine Grundschutzstufe von 4. Ja, man sieht das hier. Das ist das Datenblatt, das es zu dem Helm gibt. Eine DIN 4 Schutzstufe, dann hat er 5 bis 8 als Einstellungsmöglichkeit und 9 bis 13. Also man deckt hier komplett alles ab, vom Autogenschweißen über das Plasmaschneiden, über das Schweißen mit ganz kleinem Strom, über das normale Schweißen bis hin zum Max-Schweißen mit 250 Ampere. Deckt der Helm alles ab. So, und das Ganze mit Real Color. Und ich war, wie gesagt, so ein bisschen skeptisch, hatte auch so gewisse Vorbehalte und habe da auch immer so ein bisschen gesagt, naja, ob das jetzt alles mein Fall ist, ist mehr so eine Modeerscheinung. Aber wenn man es dann mal hat und ausprobiert, dann möchte man es nicht mehr missen. Ja? Ihr habt das eben gesehen, wie ich da durchfilme. Es sieht aus wie eine leicht verdunkelte Brille und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe bei günstigeren Helmen, die ich auch mal gerne ausprobiere, oft das Problem, wenn ich hier an meinem WE204P was einstellen möchte, dann ist es schnell so, dass ich das gar nicht sehe. Ich muss den Helm hochklappen. Ja, mit dem Helm ist es, als wenn ich normal drauf gucke. Ich kann da alles einstellen, ich kann alles machen. Beim Schweißen ist es eine geniale Sicht. Und man muss immer wieder sagen, man kann nur das richtig schweißen, nur richtig handhaben, bewerten, was man auch vernünftig sieht. Das ist einer der Hauptfehler, wenn Leute mich anschreiben, irgendwo mit Schweißgeräten nicht zurechtkommen, mit ihren Schweißergebnissen unzufrieden sind. Die sehen nicht richtig, was sie da machen. Und dann kann das Ganze natürlich auch nicht funktionieren. Wir werden uns die Kassette genau angucken gleich, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Und werden dann natürlich den Helm wiegen. Mal gucken, wie schwer der wirklich ist. Der Hersteller gibt an 565 Gramm. Und wir werden natürlich mit diesem Helm schweißen. Außerdem werde ich euch nebenbei so ein bisschen mein Fazit von 8 Wochen Hardcore-Schweißen mit diesem Helm erzählen. Was wirklich gut ist, dass der auch so ein bisschen Freiraum hier hat. Man kann problemlos natürlich eine Brille oder ähnliches dadurch tragen. Und man hat eine gewisse Zirkulation der Luft. Dadurch hat man nie das Problem, dass das Ganze hier vorne wirklich beschlägt. Ja, weil die Ausatemluft kann wirklich gut weggehen, die Scheibe beschlägt nicht. Man hat hier ein gigantisches Sichtfeld von 100 mal 94, also eine richtig große Kassette und das zu einem sehr bezahlbaren Preis. Man muss auch ein paar kleine Abstriche machen. Es gibt zum Beispiel den AHA 450, der ist sehr ähnlich, der Helm, ja. Der hat dann aber ein deutlich besseres Kopfband. Also ein sehr ähnlicher Helm, gleiche Funktionsumfang, mittlerweile auch mit Real Color, aber halt ein besseres Kopfband. Hier habe ich, ne, nach hinten den Riemen und habe hier einen Riemen über den Kopf. Also dieses Kopfband, den einen Riemen über den Kopf. Der AHA 450, genauso wie mein Speedclass 9100, die haben zwei Bänder und die Bänder verteilen dann das Gewicht ein bisschen, ja, nicht so punktuell, sondern so ein bisschen mehr. Hier hat man aber eigentlich auch genug Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann das hier einstellen. Manche Kopfbänder, zum Beispiel auch bei dem AHA 450 oder bei meinem Speedclass 9100, die haben das hinten auch noch beweglich. Das ist immer die Sache vom Komfort. Ich muss aber sagen, mich hat es nicht gestört. Der Helm, werden wir beim Wiegen gleich merken, ist ein Hauch von nichts, also ist wirklich sehr leicht.
Und mir hat das Kopfband vollkommen ausgereicht. Ich habe jetzt nicht irgendwo gedacht, ich brauche hier noch irgendwo mehr Komfort oder dergleichen. Ja? Gleichzeitig ist es auch natürlich problemlos möglich, dass man hier das Ganze wirklich für einen Brillenträger hat. Also eine Brille, ne, da kann noch so groß sein, die wird hier unterpassen. So, das ist eine ganz normale Schutzbrille, habe ich dem Kumpel mal aufgesetzt. Ich habe hier ein Schweißband, das kriege ich auch als Ersatzteil. Ich habe die Scheiben, die gucken wir uns gleich nochmal an. Dann. Die kriege ich selbstverständlich auch sehr bezahlbar als Ersatzteil. Das ist immer ärgerlich, wenn man manche Helme hat. Und dann sind die Scheiben wirklich teurer als der halbe Helm oder so. Das lohnt sich dann wirklich nicht. Ich habe hier eine schöne Einstellungsmöglichkeit. Ups, ich hoffe, das sieht man. Da kann ich eigentlich einstellen, wie weit der Helm runtergeht. Ich habe also nie das Problem, dass der so tief runtergeht, dass er mehr auf dem Hals aufliegt. Ja? Und auf der anderen Seite habe ich nicht, dass der Helm hier so hängt. Ich kann das hier genau an beiden Seiten richtig schön einstellen. Das funktioniert auch gut. Das weiß ich auch zu schätzen. Bei manchen Helmen ist das so, man muss hier fester zudrehen. Dann geht er nicht so weit runter, ist immer alles so ein bisschen schlecht. Hier ist das ganz gut gelöst. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Ich denke auch, dass ich den Helm wirklich in Zukunft sehr, sehr häufig verwenden werde, weil er eigentlich mir wirklich sehr gut gefällt. Und es ist wirklich ein schönes Ding. Ich habe ja, wie gesagt, so 9100 von Speedglass. Der ist jetzt 12 Jahre alt, so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und der hat natürlich noch einen richtig massiven Grünstich. Und hier, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, an dieses Real Color, dann möchte man es nicht mehr missen. Gucken wir uns die Kassette mal ein bisschen genauer an. Das heißt, ich habe hier eine Unterstützungsbatterie. Ja, Unterstützungsbatterie ist eine ganz normale Knopfzelle. Die kommt hier in dieses seitliche Bedienteil. Das ist seitlich im Helm verbaut, also geklemmt. Habe ich jetzt alles mal rausgenommen, völlig problemlos. Da ist eine Batterie drin. Kann ich einfach tauschen, ohne dieses Teil auch auszubauen. Die braucht der Helm. Ja, standardmäßig Stromversorgung bei so einem Helm durch diese beiden Solarpanels. Oben einer, unten einer. Und die Batterie ist wirklich nur zur Unterstützung. Ich merke, wenn die Batterie nicht mehr funktioniert, indem ich hier einfach auf Test drücke, da verdunkelt der Helm. Wenn er nicht mehr verdunkelt, sollte man regelmäßig machen, beziehungsweise bevor man startet, kann man einfach hier einmal drauf drücken, verdunkelt er nicht mehr, muss ich mir Gedanken machen, ist entweder die Batterie leer oder die Panels sind defekt. Meistens wird diese Batterie leer sein. Das ist zur Stromversorgung. Dann habe ich hier vier Sensoren, die verdunkeln diesen Helm. Die lösen aus. Ja? Warum habe ich vier? Ich kann ja mal irgendwo den Kopf so haben, dass ich hier oben abdecke. Ja? Dann lösen immer noch die beiden unteren ab. Ich kann den Helm mal so haben in engen Räumen, beziehungsweise ich habe da irgendwo die Tischkante davor oder ähnliches oder das Bauteil, dann lösen die hier oben aus. Ja? Also einer von den Vieren wird immer frei sein, wenn ich da auch irgendwo das sehe, was ich da mache, und der wird dann auslösen. Also vier, ja. Günstige Helme haben dann meistens nur zwei, der hat hier vier. Und die lösen aus, je nachdem, wie hier die Sensibilität eingestellt ist. Ich stelle die immer so auf halb ein, ja. Damit kann man die Sensibilität von diesem Helm steuern, wie der auslöst. Hier habe ich sonst als Funktion, können wir gleich mal abarbeiten, wo wir hierbei sind. Ich habe hier die Sensibilität, dann habe ich hier die Delay-Zeit, also wie lange es dauert, bis er wieder aufhält. Entweder hält er sofort wieder auf, wenn ich aufhöre zu schweißen, oder ich habe hier eine gewisse Phase, dass er halt langsam wieder aufhält. Das kann ich hier einstellen. Dann habe ich hier die Funktion, ich habe hier diesen Knopf nicht wieder rangemacht, den mache ich gleich dran, wenn ich das Ganze wieder zusammenbaue. Ich habe hier die Möglichkeit Grind, das ist eine Schleiffunktion, ja. Dann habe ich die Version Cut, ja, das ist die Möglichkeit von 5 bis 8 den Helm einzustellen. Man sieht das auch schön, ich habe hier 5, 6, 7, 8 einmal im Kreis und ich habe hier die Version Welt, da kann ich dann von 9 bis 13 die Verdunklungsstufe wählen, ja. Die Stufe 8 zum Beispiel ist auch beim Wick-Schweißen mit sehr kleinem Strom nicht schlecht, ja. Dann zum Version Cut. Da nehme ich meistens 5, 6, 7, je nachdem, mit wie viel Ampere man wirklich irgendwo Plasma schneidet oder so. Also bietet der Helm alles. Da hat man einen gigantischen Funktionsumfang. Und ich bin da immer so einer, ich spiele mir immer das so ein bisschen zurecht. Ich fange immer so ein bisschen dunkler an. Und wenn ich merke,
das verdunkelt wirklich gut. Ich habe dann immer so standardmäßig meine Stufen, dann wähle ich das Ganze so ein bisschen heller. Aber diese Verdunklungsstufen kann man auch nicht so richtig vorgeben. Das ist wirklich eine sehr individuelle Geschichte. Ich schweiße meistens Wick von 9 bis 10. Mack schweiße ich meistens, wenn ich so über 100 Ampere bin, schweiße ich so um die 10 und Elektrode ungefähr auch. Aber wenn man dann mit einem sehr kleinen Strom arbeitet, dann muss man auch die Stufe mal verändern. Und wie gesagt, hier Schleiffunktion, Cut-Funktion, Schweißfunktion, das Ganze individuell immer noch mal einstellbar. Da hat man so viel Einstellungen und da hat man eigentlich alles, was man braucht. Ja, dann haben wir hier dieses gigantische Sichtfeld, 100 mal 94. Wenn man dazu im Gegensatz dann mal sieht, hier ist dann so mein alter schöner Speedglass-Helm, ne? Das ist das Sichtfeld, das ist das Sichtfeld. Ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, ne? Mir hat das Sichtfeld im Prinzip auch immer gereicht. Ich habe ja auch nicht eine XXL-Brille, aber das ist halt so eine Sache. Wenn man es hat, ist es schon sehr, sehr schön. Diese riesen Sichtfelder waren früher unbezahlbar. Und kriegt man doch jetzt in einem sehr bezahlbaren Rahmen. Und das ist schon so von der Übersicht her, dass man diesen ganzen Prozess sieht oder so, ist es schon ein cooles Feature. Ist kein Muss, aber es ist eine schöne Sache. So, und damit haben wir diese Kassette eigentlich schon erklärt. Wie gesagt, hier den Testknopf, ja, hier die Batterien. Zu dieser Kassette gibt es dann einmal diese Außenscheibe. Ja, das sind ganz einfache Scheiben, die kann man auch bei Haus und Werkstatt dann nachkaufen. Gerade diese Außenscheibe, da kommt natürlich Schweißspritzer gegen, da kommen Schleifspritzer gegen, da kommt Schlacke gegen und so weiter. Die versaut man sich relativ schnell. Im Lieferumfang ist eine für außen, eine für innen dabei. Innen hat man auch nochmal eine. Die innen, die wird hier einfach so reingeklemmt. Mache ich gleich alles. So. Die Innen, die wird man sich wahrscheinlich relativ lange nicht versauen. Wenn man da die eine hat, die im Lieferumfang dabei ist oder so, dann hat man da wirklich lange was von. Dieser äußeren, wenn man gerade auch zum Beispiel Fülldraht ohne Gas schweißt, ja, dann ist die hinterher wirklich relativ schnell verdreckt und voller Spritzer. Und wenn man da nicht mehr richtig durchsieht. Das ist aber eine wichtige Sache natürlich, damit wir unsere schöne Kassette schützen. So. Jetzt werde ich den Helm noch nicht gleich wieder zusammenbauen. Wir wiegen jetzt mal einfach die Einzelteile. Mal gucken. Weldinger gibt an, der Helm wiegt 565 Gramm. Ich habe hier meine schöne Küchenwaage und auf der werden wir den Helm jetzt mal wiegen. Und dann schweißen wir mit dem Helm. Da werde ich die Kamera einfach hinter die Kassette klemmen. Ja, dann schweißen wir damit mal. Seht da mal, wie schön man auch den Schweißprozess damit sieht. Obwohl das immer so eine individuelle Geschichte ist und, sage ich mal, eine Kamera regelt das immer. Durch einen Schweißfilter oder so eine Schweißkassette zu filmen, ist wirklich eine Kunst für sich. Ja, und die da wirklich richtig professionelle Aufnahmen hinkriegen, die machen das in den wenigsten Fällen auch mit so einer Standardkassette. Die haben dann Filter, ganz viele verschiedene Filterobjektive und verdunkeln das. Also es ist, aber man sieht, hat schon so einen ersten guten Eindruck, wenn man durch so eine Kassette mal durchfilmt, ja. Und wie gesagt, wir werden sehen, was für ein Resultat dabei rauskommt. Ich kann euch so meine persönliche Wahrnehmung wiedergeben und das war die letzten Wochen einfach toll. Ich werde den Helm auf jeden Fall in Zukunft auch sehr verstärkt einsetzen. Aber erstmal wollen wir jetzt wiegen. Die kleine, gute, alte Küchenwaage und da kommt jetzt unser schöner Helm mal drauf. Der Helm an sich, 202 Gramm. Hier habe ich die Kassette. Ups. So, 534, alles noch so kleine hier mit dran. So, bin ich hier, sieht man das? Verdunkelt so ein bisschen schlecht. 535 Gramm. Ups. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ah, die Gläser habe ich vergessen. Deswegen auch noch mal ein paar Gramm. So, jetzt bin ich hier genau bei 567 Gramm. Ja, was sagt das Datenblatt von Haus und Werkstatt aus, von Weldinger? 565 Gramm. Also, das kommt schon relativ genau hin. Also hat keiner die Zahlen gewürfelt, sondern wirklich mal nachgewogen. Ja, und man kann sagen, wenn ich jetzt hier meinen Speedglass-Helm nehme, 9100, der wiegt hier, ups, das runternehmen, wir wollen das hier genau machen, der wiegt
knapp über 600 Gramm. Ja? Alles, was so 500, 600 Gramm ist, wenn es ein vernünftiges Kopfband hat. Ne? Und gut, man sieht hier, das ist schon ein bisschen höherwertiger. Das ist natürlich auch eine ganz andere Liga. Aber trotzdem, alles, was so 500, 600 Gramm ist, das ist wirklich ein Hauch von nichts. Das ist völlig unproblematisch, wenn man sich das so aufsetzt. Das ist jetzt ein günstiger Helm, der eigentlich eine schöne Kassette hat. Aber hier sieht man richtig schön diesen Grünstich, ja. Das ist eins. Das ist dann eine High-End-Kassette. Ja. Die habe ich mir extra mal gekauft für verschiedene Sachen, die ich hier filme und so weiter. Ja, muss man sehen, so eine Speedglass-Kassette. Die kostet alleine das Fünffache von dem Helm. Oder noch mehr sogar. Und das ist dann die Kassette. Also das sind schon gigantische Unterschiede, ja. Wie gesagt, diese Speedglass-Kassette hier hat auch noch keinen Real-Color. Sieht aber auch schon sehr gut aus, muss man sagen, ja. Und das ist dann hier der klassische günstige Helm. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Man kann auch mit diesem günstigen Helm natürlich schweißen. Ist kein Problem, der verdunkelt. Den habe ich hier auch mal vorgestellt. Der kostet wirklich nur so um die 30 Euro. Aber wenn man sieht, ne, das ist dann die High-End-Kassette mit Grünstich. Haben sie aber auch schon richtig gut rausgekriegt. Gibt es mittlerweile auch mit Real-Color, aber kostet dann richtig Geld. So, und das ist hier die Kassette und ich sage mal so, für den Preis macht die schon wirklich einen sehr guten Eindruck. Hat immer noch, wie ich schon gesagt habe, so eine leichte Verdunklungsstufe, ne? Aber ansonsten sieht das schnucklig aus, nur dass man das sich mal so ein bisschen vorstellen kann, dass man da so ein bisschen den direkten Vergleich hat. Jetzt habe ich hier ein altes Testblech, jetzt machen wir hier einfach mal unsere ersten Testversuche. Gucken wir uns an. Da sieht man schon mal, dass der sehr zuverlässig verdunkelt. Jetzt versuche ich es nochmal mit der Kamera auch so ein bisschen einzustellen, dass man den Prozess auch richtig schön sieht. Der Helm ist wieder zusammengebaut. Man sieht an diesen kleinen Schweißbeispielen, dass das wirklich auch sehr gut funktioniert. Verdunkelt zuverlässig. Und man hat auch eine Bombensicht. Ja, wie gesagt, ein Objektiv von so einer Kamera regelt das ganz anders als das menschliche Auge. Darum wird auch kaum einer durch so eine Schweißkassette dann irgendwo seine Filmaufnahmen von so einem Schweißprozess machen. Aber man hat, denke ich mal, doch schon einiges gesehen, dass das ganz okay ist. So, ich bin auf jeden Fall restlos begeistert von diesem Helm. Weil ich eigentlich skeptisch war mit dieser ganzen Real-Color-Geschichte und ich hätte jetzt nicht irgendwo 700, 800 Euro ausgegeben, um mir einen Speedglass-Helm zu kaufen mit einer Real-Color-Kassette. Da bin ich hier wirklich sehr günstig an so einen Helm gekommen und ich sage mal so, wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, für jemanden, der nicht täglich über Stunden schweißt, ist das sicherlich eine sehr gute Wahl, so ein Helm. AH 350. Funktioniert sehr gut. Zu der Einstellung möchte ich noch mal ganz kurz hinzufügen. Die Sensibilität ist immer ein ganz wichtiger Faktor. Ja, wir haben ja hier Grind, Cut und Weld. Und wenn ich hier diese Sensibilität ganz niedrig einstelle, ja, und ich fange dann zum Beispiel beim Wick-Schweißen mit 5 oder 10 Ampere an zu zünden, dann sagen diese kleinen Sensoren, der hat mich so niedrig eingestellt hier, warum soll ich jetzt denn schon verdunkeln? Das ist einfach so. Das ist bei den meisten Helmen so. Darum, denke ich mal, stelle ich das so auf halb ein. Ja, halb ist immer gut. Und dann funktioniert das bei mir, bei diesem Helm, wirklich sehr gut. Wenn ich es auf 100% Sensibilität einstelle, dann brauche ich nur mal zur Deckenlampe gucken. Die sind bei mir relativ hell, damit hier schönes Licht ist für euch, für eure oder für die Aufnahmen.
dann verdunkelt er auch schon. Das will ich auch nicht. Also muss ich so einen gesunden Mittelweg finden. Das ist immer wirklich eine wichtige Sache. Da gibt es viele Leute, die haben dann die Sensibilität so auf Werkseinstellungen ganz runtergestellt, fangen damit an. Ne? Ich würde das auf halb und Delay, diese Aufhellzeit auch auf halb, da ist man auf einem guten Weg. Man wählt dann hier so eine Verdunklungsstufe immer so ein bisschen mehr und versucht dann einmal ganz kurz und reguliert dann so ein bisschen nach. Und wenn man zwei, dreimal mit so einem Helm geschweißt hat, dann ist man sich auch schon sicher, was man damit macht. Ich muss aber immer wieder sagen, wenn ich so die Fehler analysiere, mir schreiben viele Leute, das klappt nicht, dies klappt nicht, jenes klappt nicht, dann analysieren wir das zusammen und dann kommt doch ganz, ganz oft raus, dass es nicht am Gerät liegt, dass es auch nicht an der Technik liegt. Es liegt einfach daran, dass man nicht vernünftig sieht, was man da macht. Ja. Und das sieht man mit diesem Helm wirklich sehr, sehr schön. Also das ist wirklich eine der elementarsten Sachen, ne? Dass man eine vernünftige Schutzwirkung durch so einen Helm hat. Ich denke mal, das habe ich gezeigt, dass das vernünftig funktioniert. Das ist auch so meine Wahrnehmung über die letzten 6 bis 8 Wochen. Und ihr werdet auch in Zukunft sehen, dass ich diesen Helm wirklich verstärkt aufhabe. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich wichtig, dass man sieht, was man da macht. Wenn man es nicht sieht, kann man es nicht regulieren, kann man es nicht steuern, kann man es nicht korrigieren. Das ist so eine Sache, das sage ich schon seit Jahren. So, den Helm verlinke ich hier unter. Die ganzen Daten könnt ihr euch da auch nochmal angucken. Ich habe jetzt hier nur so die wichtigsten Sachen einfach mal angesprochen aus meiner Sicht. Es gibt da aber, wie gesagt, so eine ganze Tabelle. Der Helm kostet so um die 70 Euro. Dafür mit diesem gigantischen Sichtfeld finde ich ihn wirklich sehr, sehr gut und sehr empfehlenswert. Ich hätte jetzt keine 600, 800 Euro für einen Speedglass-Helm ausgegeben, der so eine Riesenkassette mit Real Color hat. So habe ich mich mal an Real Color rangetastet und muss wirklich sagen, Real Color ist eine verdammt geniale Sache. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.